Nach den letzten willkürlichen Verhaftungen Deutscher in der Türkei hatte die Kanzlerin schon eine härtere Gangart gegenüber Ankara angekündigt. Die Opposition fordert jetzt, eine Reisewarnung auszugeben, damit gebuchte Reisen kostenfrei storniert werden können. Die bisherige Beschwichtigungspolitik von Merkel und auch Gabriel beeindrucken den türkischen Präsidenten, der als Geiselnehmer hier agiert, nicht. Und deshalb braucht es jetzt harte Maßnahmen. Außenminister Gabriel hatte bisher nur Reisehinweise verschärft. Eine Reisewarnung lehnt er ab. Wir haben ja verschärfte Reisehinweise gemacht. Wir können niemandem die Entscheidung abnehmen, das selbst zu prüfen. Dafür gibt es aber ausreichend Möglichkeiten, sich beim Auswärtigen Amt zu informieren. Man muss sagen, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist, dass eigentlich nur wirtschaftlicher Druck hilft, die Türkei zum Einlenken zu bekommen. Aus nahezu allen Parteien kommt jetzt die Forderung, die rund 4 Milliarden Euro Türkeihilfen im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen einzufrieren. Zudem ist man sich einig, dass es auch keine Verhandlungen über Zollerleichterungen im Rahmen einer Zollunion geben kann. Außerdem prüft die Regierung aktuell, ob die sogenannten Hermes-Bürgschaften abgeschafft werden. Mit diesen Bürgschaften sichert der Staat deutsche Firmen gegen Exportausfälle in der Türkei ab. Ohne sie würde kaum noch ein deutsches Unternehmen dort investieren. Auch eine Reisewarnung würde die Türkei wirtschaftlich treffen. Doch viele Deutsche setzen mehr auf Eigenverantwortung. Letztendlich muss auch jeder selber entscheiden, ob er da hinfällt oder nicht. Also ich würde es jetzt im Moment nicht machen. Ich glaube schon, dass es Sinn machen würde, an einigen Stellen ein bisschen mehr Position zu beziehen. Also man würde ja eigentlich hoffen, dass Leute heutzutage sich selbst informieren und die Gefahr selbst einstufen können. Doch der Preis lockt offenbar zu sehr. Die günstigen Last-Minute-Buchungen in die Türkei sind weiterhin auf hohem Niveau.